Pressekonferenz vor dem Zweitligaspiel des VfL Bochum 1848 beim Karlsruher SC. Anstoß am Sonntag um 13.30 Uhr im Wildparkstadion. Zum statistischen Teil. Bisher gab es 59 Spiele zwischen dem KSC in Meisterschaft und Pokal. Bilanz 1 aus Bochumer Sicht, 21 Siege für den VfL, 24 Unentschieden, 14 Siege für Karlsruhe. Der letzte Sieg gegen den KSC ist schon ein paar Jahre her, 2014 war es. Es war ein 1:0 hier im Vonovia Ruhrstadion. Der letzte Sieg in Karlsruhe ist noch ein bisschen länger her, 2010. Allerdings von den letzten 15 Spielen gegen den KSC haben wir nur eins verloren. Wobei, Kuriosität am Rande, die letzten 5 Spiele in Folge unentschieden ausgingen, 3x1:1, dann letzte Saison im Heimspiel hier ein 3:3 und in Karlsruhe ein 0:0. Wenn jetzt ein 6. Mal in Folge unentschieden gespielt würde, wäre es übrigens ein Zweitligarekord für 2 Mannschaften, die aufeinandertreffen. Beim 0:0 nach dem Restart letzte Saison standen übrigens bis auf Jordi Osei Tutu alle Spieler in der Startelf, wie auch am vergangenen Montag gegen St. Pauli. Damit wären wir beim Personal, und zwar bei dem, das hier heute auf dem Podium sitzt. Cheftrainer Thomas Reis ist da und auch Simon Zoller. Die ersten Fragen gehen in Richtung Thomas Reis, und zwar was die personelle Situation im Kader angeht. Der Ausfall von Saulo De Carli dürfte Fakt sein. Wie sieht es zum Beispiel bei Herbert Bockhorn aus? Ja, Herbert wird auch ausfallen für dieses Spiel, und Thomas Eisfeld ist auch noch nicht so weit, um zum Einsatz kommen zu können. Da hoffen wir aber, dass nächste Woche der Einstieg wieder ins Mannschaftstraining erfolgt und dass er dann eventuell wieder gegen Osnabrück eine Alternative ist. Unter der Woche war Maxim Leitsch ein bisschen angeschlagen. Wie sieht es bei dem aus? Ja, Leitsch hat heute wieder das Training absolviert, hat da einen Schlag aufs Knie bekommen gehabt, wo so eine leichte Schwellung drin war. Hat dann ein bisschen beeinträchtigt, und jetzt ist aber so, dass er heute komplett das Training absolvieren konnte und im Einsatz auf jeden Fall nichts im Wege steht. Gibt es sonst noch irgendjemanden, der nicht zur Verfügung steht? Stand heute gehe ich von aus, dass alle auch morgen trainieren können und dann daraus wir den Kader bilden, der möglichst erfolgreich in Karlsruhe spielen wird dann. Dann wären wir schon bei den Fragen an dich. Und zwar fangen wir an mit Philipp Rentsch von den Ruhrnachrichten. Wie weit ist Rahman Schipser und welche Qualitäten bringt er mit, die Sie bislang vermisst haben? Ja, wir haben ihn jetzt ins Mannschaftstraining integriert. Er hat ja schon am Montag beim ersten Mal, wo wir mit der Mannschaft noch ein bisschen locker gearbeitet haben, schon mitgemacht, um einfach da zu integrieren. Es ist so, dass man sieht, dass noch ein bisschen Rückstände da sind. Man muss schauen, wie schnell er die aufholen kann. Letztendlich ist er auf jeden Fall ein Kandidat für einen Kaderplatz. Ich denke, von Anfang an wäre es noch ein bisschen zu früh. Ich glaube auch, dass die Mannschaft theoretisch und praktisch es auch verdient hätte, genauso in der Formation wieder auflaufen zu können. Das hat im Training bestätigt. Ich glaube, wir haben es auch gegen Pauli soweit sehr, sehr ordentlich gemacht gehabt. Und von dem her werden wir auf jeden Fall einen guten Kader haben, und was seine Qualitäten sind. Also vermissen tue ich eigentlich nichts bei meiner Mannschaft. Wir haben sehr, sehr gute Spieler drin. Wir haben jetzt einen Spieler dazu bekommen, der vielleicht noch ein bisschen jünger ist als das zentrale Mittelfeld, wo wir gesagt haben, wir wollen da eine kleine Verjüngungskur. Aber ich finde, dass Robert und Toto das soweit gut gemacht haben, und wir wissen, welche Qualitäten sie haben. Und wir haben jetzt einfach einen Spieler dazu bekommen, der möglichst in Konkurrenz zu den Spielern steht. Das haben wir ja gesagt, um eine Mannschaft entwickeln zu können, muss man Konkurrenzsituationen heraufbeschwören. Und das hoffe ich, das ist uns mit Schipser dann gelungen. Dazu noch eine Nachfrage von Philipp Rentsch. Was bedeutet seine Verpflichtung speziell für Robert Tesche und Vitali Janelt? Toto Lucia klammert er dabei aus. Ja, also warum jetzt Toto ausgeklammert wird, weiß ich nicht. Im Endeffekt kann man auch einen Robert Schul, einen Thomas Eisfeld, auch einen Basti Meyer dazu nehmen, weil Raman Schipser ist ein Spieler, der im Zentrum spielen kann. Er kann einen defensiveren Part, man kann auch systemmäßig ein bisschen umstellen, er kann auch eine Achterposition spielen. Von dem her, glaube ich, habe ich gerade gesagt, ein Spieler, der die Konkurrenz belebt, und ich würde es jetzt nicht nur, ich finde es auch ein bisschen, die Frage eigentlich schon ein bisschen unfair gegenüber einem Robert Tesche oder gegenüber einem Vita, weil letztendlich wissen wir, habe ich gerade schon gesagt, die Qualitäten, die diese Spieler haben, und sie stehen ganz normal in Konkurrenz, und man sieht ja auch, du hast ja auch schon angesprochen, mit welcher Formation wir gegen Pauli gespielt haben, dass da nur eine Veränderung da war. Und es zeigt auch, dass die Jungs sich durchgesetzt haben, und dann ist es auch so, dass neue Spieler sich auch erstmal dementsprechend im Konkurrenzkampf stellen müssen und besser sein müssen, wie die Jungs, die die Leistung bisher abgerufen haben. Und ich bin froh, dass wir den Kader so bisher zusammenstellen konnten. Und das wird auch die Saison über, glaube ich, ein großes Plus von uns werden.
Wir switchen dann mal, um beim Thema Chipser zu bleiben. Joachim Droll von der Bild hat Raman Chipser im Vergleich zu Toto Lucia, Robert Tesche und Vitali Janelt eine höhere Grundschnelligkeit und wie fit ist er und kann er nicht nur eine Option für den Kader, sondern auch schon für die Startelf sein? Ja, habe ich ja gerade schon betont. Wir haben mit, wie gesagt, meiner Meinung nach ist er noch nicht bei 100%, was auch normal ist, wenn du gerade eine Woche im Mannschaftstraining bist. Er hat zwar länger trainiert als zum Beispiel Shoma Novotny im Mannschaftstraining und trotzdem fehlen natürlich noch den ein oder andere Prozent. Er wird definitiv im Kader stehen und alles andere wird das Spiel dann zeigen. Und ob es jetzt eine höhere Grundschnelligkeit ist, ist es ein bisschen ein anderer Spielertyp, der auch sehr von Zweikämpfen lebt. Man muss es schauen, wie es dann fußballerisch dann passt. Und ja, wir haben, glaube ich, da auch eine ganz gute Mischung. Dann springen wir zurück zu Philipp Rentsch und abschließend dann zum Thema Verpflichtung von Raman Chipser. Ist der Kader aus Ihrer Sicht nun komplett oder hätten Sie auf einer bestimmten Position gerne noch Verstärkung? Ich habe ja gesagt, es muss immer zur Mannschaft passen, es muss auch finanziell passen zum Verein. Welche Möglichkeiten haben wir? Es ist so, dass die Transferliste noch ein bisschen auf ist und oder die Transferperiode. Dann vielleicht kann es auch sein, dass der eine oder andere Spieler von unserer Seite aus noch gehen wird. Das kann ich auch noch nicht sagen. Dann ist es so, dann muss man auch schauen, was passiert. Natürlich wünscht man sich vielleicht gerade im Defensivbereich noch den einen oder anderen Spieler, weil ich sage, da ist die Personalsituation ein bisschen schwieriger wie in der Offensive. Da hat man schon die Qual der Wahl, was auch manchmal schwierig ist als Trainer, dann die richtige Entscheidung zu treffen. Und von dem her bin ich da mit Sebastian Schinselotz im Austausch. Sollten wir noch was machen, wo wir sagen, okay, das passt 100% zum VfL Bochum, dann werden wir es tun. Und wenn nicht, dann starten wir mit dem Kader, wo ich auch da schon sehr zufrieden bin. Dann bleiben wir mal beim Personal, was potenzielle Abgänge angeht. Philipp Rentsch hakt nach mit Paul Grabes, Delius Kokovas, Moritz Römmling, Baris Ekinci und Lars Holtkamp stehen 5 Jungprofis im Kader des VfL, die aktuell kaum Chancen auf Pflichtspieleinsätze haben. Ist es geplant, sie noch zu verleihen? Auch da sind wir im ständigen Austausch. Wir schauen uns das an. Man hat auch gesehen, auch gerade, ich meine, Corona ist ja noch nicht vorbei. Wir sind ja noch mittendrin. Wie wichtig es ist, da einen großen Kader auch zu haben, weil immer wieder Dinge, die unvorhersehbar sind, eintreten können. Von dem her, die Jungs machen ihre Arbeit gut, sie entwickeln sich. Sollten wir der Meinung sein, dass der eine oder andere vielleicht, dass es besser ist, irgendwo Spielpraxis zu sammeln, dann werden wir mit den Jungs reden. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, erstmal sind sie jetzt hier bei uns. Und man kann ja auch dementsprechend, wenn sich in der Situation bis Winter auch nichts ändern sollte, kann man immer noch drüber reden. Aber aktuell, glaube ich, ist es gut, dass wir einen relativ großen Kader auch zur Verfügung haben. Abschließend von Philipp Rentsch. Aktuell entwickelt sich auf der linken Außenbahn ein spannendes Duell zwischen Danny Blum und Gerrit Holtmann um einen Platz in der Startelf. Was unterscheidet die beiden Ihrer Meinung nach voneinander? Also es ist ja nicht nur auf dieser Position ein Konkurrenzkampf. Ich meine, Zolli sitzt ja heute auch mit dabei. Auch da haben wir Konkurrenzsituationen. Ich sage auch gerade in der Offensive ist halt einfach die Konkurrenz dementsprechend größer. Das wird auch die Jungs dementsprechend weiterentwickeln. Der Unterschied ist, glaube ich, ich denke, dass Gerrit noch mehr Dynamik hat. Ich glaube, dass Danny einfach den besseren linken Fuß hat, wo wir mit Gerrit immer dran arbeiten werden. Weil man hat ja auch gesehen gegen St. Pauli, dass die eine oder andere Situation mit einem besseren Kontakt vielleicht noch mehr möglich gewesen wäre. Und ich bin froh, dass ich diese Spieler auf diesen Positionen zur Verfügung habe, weil ja, man hat unterschiedliche Spielertypen. Wenn man jetzt noch Milos dazu nimmt oder auch Tom Weiland, die mehr für die Räume sind, man kann da immer wieder drauf reagieren. Man kann dem einen oder anderen Spieler dann vielleicht auch mal eine Pause geben, um durchzuatmen. Und der Nächste kommt rein mit einer guten Dynamik. Ja, Tarsis Bonga auch nicht zu vergessen. Von dem her bin ich einfach froh, dass wir unterschiedliche Spielertypen haben. Und wie gesagt, Konkurrenzkampf in der Offensive ist im Moment noch ein bisschen größer als in der Defensive. Auch da hoffe ich, dass der ein oder andere Spieler von seinen Verletzungen zurückkommt. Und dann haben wir einen sehr, sehr guten Kader zur Verfügung. Weiter geht's mit Ralf Ritter von der WAZ Bochum. Auch der hat erstmal eine personelle Frage. Amel Bella-Kotschap stünde bereit. Wie ist dein Eindruck derzeit von ihm? Amel ist im Moment Innenverteidiger Nummer 3. Mehr haben wir von Haus aus weniger zur Verfügung, weil ich sag mal, Kokovas sehe ich mehr so ein bisschen auf der linken Seite. Ich glaube, da kann er sich auch wohler fühlen und von dem her ist er nah dran an der Mannschaft. Also ich hätte auch kein Problem, wenn jetzt irgendein Spieler ausgefallen wäre, mit Vasi oder mit Leitchi Amel von Anfang an zu bringen. Er hat seine Sache bisher
ordentlich gemacht, hat da ein bisschen dazugelernt, ist fokussierter im Training, ist fokussierter auf ein Training. Die Jungs unterstützen ihn auch, haben auch sehr viel letztes Jahr sehr viel Hilfestellung gegeben, was nicht immer ganz einfach war. Und von dem her bin ich froh, dass die Entwicklung im Moment so ist und ich hoffe, dass es so bleibt. Und wie gesagt, wenn wir ihn brauchen, habe ich absolut 100% Vertrauen, dass er auch der Mannschaft dann auch helfen kann. Da Herbert Bockhorn verletzt ist, hatten wir schon drüber gesprochen, wer rückt für ihn in den Kader, falls nicht Rahman Schipser dann die Antwort sein sollte? Das werden wir dann sehen. Also wie gesagt, wir haben morgen noch ein Training. Natürlich macht man sich Gedanken, wie ein Kader aussehen könnte. Ich bin aber immer vorsichtig, jetzt schon Prognosen abzugeben. Dann passiert irgendwas wieder, was man vorher nicht vorhersehen konnte. Und von dem her, wir werden auf jeden Fall einen guten Kader haben. Und wer letztendlich da mitfährt, das werden wir dann morgen entscheiden. Zumal ja auch Milos Pantovic dann wieder dabei ist beispielsweise. Dementsprechend könnte es dann ja auch noch weitere Änderungen im Kader geben. Das wäre dann die Anschlussfrage von ihm auch noch gewesen. Deswegen, die hast du jetzt ja schon beantwortet und da wird sich von Haus aus sowieso was verändern. Ja. Sofern alle gesund sind, dürfte es doch keinen Grund geben, die Startelf zu ändern. Man kann es so sehen, man kann es auch anders sehen. Ich glaube, ich bleibe dabei, dass wir ein gutes Spiel über 80 Minuten gemacht haben. Wir haben sehr, sehr viel richtig gemacht und von dem her kann man dieser Mannschaft auf jeden Fall das Vertrauen schenken, weil man hat ja auch die Trainingseindrücke, man schaut auch, wie der einzelne Spieler gewisse Dinge verarbeitet. Es hat vielleicht nach diesem Spiel ein bisschen länger gedauert, ging mir als Trainer ja genauso, weil schon irgendwo sicher geglaubte Punkte ja, abhanden gekommen sind. Und von dem her, auch da warten wir ab und es würde aber auch nichts dagegen sprechen, diese Mannschaft genauso wieder aufzustellen. Abschließende Frage von Ralf Ritter, wie schätzt du den Gegner ein? Wo liegen die Stärken des KSC? Ja, also Karlsruhe hat, fand ich schon irgendwo in Hannover unglücklich verloren in dem Sinn, weil sie haben, wenn man das erste Gegentor sieht, wo sie aus eigenen Fehlern, durch einen gravierenden Fehler ein Gegentor bekommen, sonst ist es eine Mannschaft, die versucht, den Gegner zu ziehen, die versucht, sich Räume zu schaffen, die gezielt lange Bälle spielt, um in den Rücken des Gegners reinzukommen. Da wird auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit auf uns zukommen. Wir wollen natürlich ein Gegenkonzept entwickeln oder haben wir parat, um die passenden Räume zu finden. Und ja, das wird auf jeden Fall ein Spiel, was mit Sicherheit nicht ganz einfach wird, weil sie auch immer sehr robust sind, gerade auch in Karlsruhe. Und von dem her freuen wir uns einfach drauf und versuchen, bestmögliche Lösungen zu finden, um den Gegner das Leben so schwer wie möglich zu machen. Abschließend dann noch von Joachim Droll. Was gibt dir die Hoffnung, dass die Mannschaft die Leistung über 80 Minuten gegen St. Pauli in Karlsruhe und auch danach in den Spielen über 90 Minuten bringen kann? Ja, was heißt Hoffnung? Also im Endeffekt weiß die Mannschaft, was sie kann oder wir wissen, was wir können. Und wie gesagt, wir haben es ja ein paar Minuten und irgendwann ist es auch mal gut. Also die 80 Minuten, die waren gut und daran wollen wir anknüpfen. Und das werden wir auch dementsprechend immer wieder in den Vordergrund stellen. Wir haben gewisse Dinge analysiert. Die Mannschaft weiß, warum was passiert ist. Und ich habe sowieso immer Hoffnung, dass wir immer gut spielen. Wir haben es sehr häufig bewiesen. Wir haben es auch gegen Pauli bewiesen. Und von dem her glaube ich, dass die Mannschaft weiß, was uns in Karlsruhe erwartet. Und warum sollen wir in Karlsruhe nicht dreifach punkten? Besten Dank. Damit drehen wir dann den Fokus auf Simon Zoller. Der sitzt nicht ganz zufällig hier, denn Zolli hat eine Karlsruher Vergangenheit von 2008 bis 2012, 4 Jahre beim KSC gespielt, 95 Spiele insgesamt für den KSC, aufgeteilt in 27 mit 19 Toren für die Karlsruher U19, dann 55 Spiele und 18 Tore für die Zweitvertretung und 13 Spiele und ein Tor für den KSC in der zweiten Bundesliga. Beim VfL ist die Bilanz bis dato 35 Pflichtspiele und 15 Torbeteiligungen, aufgeteilt in 10 Tore und 5 Assists. Das kann sich schon mal sehen lassen. Das letzte dieser 10 Tore am vergangenen Montag gegen St. Pauli, da gab es dann anschließend wieder den handelsüblichen oder branchenüblichen Simon Zoller-Jubel mit dem Muckiarm. Gibt es da eigentlich eine Bedeutung zu? Seit letztem Jahr eben. Ja, möchte ich glaube ich für mich behalten erstmal. Die Person weiß das schon. Sehr gut. Geheimnisse drum machen hilft immer auf jeden Fall. Goldene Kommunikationsregel, richtig gut. Wenn du an Karlsruhe zurückdenkst, an deine Zeit erstmal beim KSC, die 4 Jahre, wie war das unterm Strich? Ja gut, waren eben 4 Jahre, war im ersten Jahr noch mit der A-Jugend verbunden, mit meinem letzten Schuljahr, was ich dort absolviert habe. Waren diesen 4 Jahren auf und ab, war am Anfang der Zeit vielleicht nicht ganz so der Fokus auf dieses unbedingte Ziel, Profi oder im Profifußball anzukommen.
habe da meine Zeit gebraucht und glaube ich, dann am Ende dieser 4 Jahre dann auch der richtige Schritt, dann dort weiterzuziehen. Obwohl ich da ja eine sehr gute Zeit hatte, viele Freunde auch fürs Leben gefunden habe, auch bedingt durch die Schulzeit. Wie gesagt, ich blicke da mit positiven Gefühlen zurück, aber hätte da natürlich auch vor allem in jungen Jahren ein paar Sachen anders machen können. Sehr schön. Nicht ganz so positiv eventuell der Rückblick auf das letzte Spiel von dir in Karlsruhe. Ich sagte es ja gerade eingangs, die Startelf war bis auf Jordi Osei Tutu dieselbe wie am vergangenen Montag. Als du beim Restart in Karlsruhe gespielt hast, musstest du hinterher verletzt raus, Knieverletzung, OP und so weiter und so fort. Spielt das noch irgendeine Rolle für dich im Hinterkopf, wenn du jetzt nach Karlsruhe zurückkommst? Also OP war es nicht, Gott sei Dank. Entschuldigung. Alles gut. Der Spieler ist mir Mitte der zweiten Halbzeit ins Knie gefallen bei einem Kopfball. Hab dann eigentlich schon sofort gemerkt, dass irgendwas nicht richtig ist im Knie. Hab's dann 10 Minuten noch versucht und die Verletzung ist bekannt. Das Innenband war teilweise durch. Also wie gesagt, zur Verletzung gehören dazu. War unglücklich in der Situation. Der Gegenspieler wollte das nicht. Hätten das Spiel auch aufgrund der zweiten Halbzeit damals gewinnen müssen, weil wir dann eine gute Leistung gebracht haben. Ich freue mich, wieder zurückzukommen, was man hört, auch wieder mit teilweise Zuschauern. Deswegen blicke ich da positiv entgegen und freue mich auf ein paar Jungs, die ich noch kenne. Gutes Stichwort mit den Zuschauern. Soweit uns die Infos vorliegen, sollen es bis zu 1200 sein, die wieder zugelassen werden dürften. Ob die dann alle kommen, werden wir dann sehen. Ja, damit wären wir an den Fragen von den Journalisten an dich und fangen wir mit Philipp Rentsch an. Und wir sind dann auch gleich bei den Zuschauern. Verändert sich mit der Rückkehr der Zuschauer auch das Verhalten auf dem Platz? Das geht jetzt eher so ein bisschen retrospektiv an den Montag. Wird dadurch etwas schneller, risikoreicher, emotionaler gespielt als ohne Publikum oder hat das keinen Einfluss auf euch? Ja, erstmal habe ich das letzte Woche schon gesagt, wir können das nicht entscheiden. Wir freuen uns natürlich über jeden, der dabei ist. Für mich steht die Gesundheit im Vordergrund. Wenn das gegeben ist, dann spricht da nichts dagegen. Für mich persönlich ändert sich nicht viel. Du bist so aufs Spiel fokussiert. Du freust dich natürlich, wenn du rauskommst zum Warmmachen, wenn ein bisschen Feedback kommt, wenn positiv Zuspruch da an deinen Ohren klingelt. Und ja, man merkt das bei den Toren vor allem, wenn du gute Phasen hast im Spiel, macht sich das schon bemerkbar. Aber nichtsdestotrotz, wir nehmen das, wie es kommt. Wir haben in der Corona-Phase in der letzten Saison das teilweise überragend absolviert, das Programm. Deswegen müssen wir da anknüpfen, ob da jetzt 1.000, 5.000 oder 10.000 im Stadion sind. Sollte uns nicht beeinflussen. Ralf Ritter möchte wissen, die späten Gegentore gegen St. Pauli nach zuvor starker Leistung waren bitter. Wie hat die Mannschaft das verkraftet und in dieser Woche verarbeitet? Ja, der Trainer hat schon gesagt, ich habe persönlich auch einen Tag länger gebraucht diesmal. War schon sehr bitter, wenn du über 80 Minuten fast das Spiel dominierst, gute Chancen rausspielst, oft der letzte Pass nicht kommt, gefühlt in der 80. oder ich vom Platz gehst und denkst, das Ding ist durch. Und dann in den letzten 10 Minuten da teilweise vorgewillt, eben hin und her und offener Schlagabtausch. Am Ende passieren zwei Fehler, die nicht passieren dürfen, die dazugehören. Deswegen war das vielleicht diesmal einen Tag länger, ein bisschen die Nachwehen vom Spiel, aber nichtsdestotrotz haben wir da 80 Minuten wirklich ein gutes Spiel gemacht, haben viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und das sollten wir mitnehmen, haben wir diese Woche schon mitgenommen und sollten wir dann auch am Sonntag wieder auf dem Platz sein. Am Sonntag sind wir auch thematisch für Ralf Ritter auf dem Platz. Worauf wird es beim KSC ankommen? Ja, der KSC ist, finde ich, in der zweiten Liga eine sehr kampfbetonte, sehr körperbetonte Mannschaft, die viel, viel auf Zweikampf, zweite Bälle, hohe Bälle legt, Wert legt. Hatten jetzt eine Situation mit einem Freund von mir, mit Philipp Hofmann, der, glaube ich, das Spiel von denen groß beeinflussen kann. Ich weiß nicht, wie da der Stand ist, deswegen tun wir da gut daran, von Anfang an dagegen zu halten. Und wenn wir uns erinnern an letztes Jahr, letzte Saison, das Rückspiel, haben wir das in der zweiten Halbzeit dann weitestgehend gut umgesetzt und das sollte man im Hinterkopf behalten, dass wir da bestehen können, dass wir das annehmen können und dann sollten wir da auf jeden Fall auf 3 Punkte spielen.